In dieser Lerneinheit gehen wir zunächst noch einmal tiefer auf die Diskussion der Fundamentalanalyse versus der technischen Analyse ein. Ich habe das hier beschrieben mit Fundis versus Techniker. Genauso werden die beiden Philosophien auch beschrieben in Foren. Also die Begriffe haben sich schon etwas etabliert. Und wir werden sehen, dass es eigentlich noch eine dritte Meinung gibt und wie die ganzen Meinungen zusammenspielen. Die Fundamentalanalytiker, die kommen eben vorwiegend aus der Betriebswirtschaft und sind fest davon überzeugt, dass nur die eingehende Analyse von Bilanzen, Quartalzahlen und sonstigen unternehmerischen Informationen zu einer ordentlichen Anlageentscheidung für oder gegen eine Aktie führen kann, während die technischen Analytiker eben der Meinung sind, dass alleine aus der Analyse der Kursentwicklung von Aktien dies erkannt werden kann, wo es eben in Zukunft hingeht. Interessanterweise versuchen beide eigentlich das Gleiche. Sie versuchen nämlich auf Basis von den bekannten Daten im weiteren Sinne die zukünftige Entwicklung eines Aktienkurses irgendwie vorherzusagen. Der Fundamentalanalytiker sieht sich dann mit der Tatsache konfrontiert, dass eben alle vorliegenden Informationen natürlich auch allen anderen Investoren bereits bekannt sind. Und wenn es ein Kleinanleger ist, ist das bestimmt auch nicht der erste, dem das bekannt gemacht wurde. Insider-Informationen sollte man ja eh nicht haben, ja. Das wäre illegal. Manche Fälle werden auch bestraft, viele nicht. Aber da kommt man ja normalerweise nicht dran. Und wenn man das weiterdenkt, dann sieht man, dass das natürlich auch schon von anderen interpretiert wurde und alle diese Daten, Fakten und Interpretationen natürlich schon im jetzigen Aktienkurs eingepreist sind. Das heißt, der Fundi müsste in der Lage sein, aufgrund seiner eigenen Analyse das irgendwie besser herzuleiten. Ja, wie soll er da den Mehrwert erzielen? Ja? Ich weiß, einige von Ihnen denken, dass sie dazu in der Lage wären. Der Markt innerhalb der nächsten paar Monate sollte das eigentlich dann feststellen, ob sie dazu wirklich in der Lage sind oder auch nicht. Ja, das heißt, diese besonderen Fähigkeiten, etwas anders überragend zu interpretieren, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Das ist die dritte Idee, die sogenannte Random Walk-Hypothese. Naja, diese Hypothese sagt eigentlich, dass Aktienkurse nicht vorhergesagt werden können. Die Verfechter dieser These, die wir jetzt noch gar nicht betrachtet haben, gehen davon aus, dass alle für den Kurs einer aktienrelevanten Informationen sofort eingepreist werden und der aktuelle Kurs demnach immer dem fundamentalen Wert des Finanzinstruments entspricht. Das ist dieselbe Aussage, die eigentlich auch die technischen Analytiker haben. Mit der Begründung, dass Aktien eben nie über- oder unterbewertet sind, weil der aktuelle Stand, auch das Gefühl, das der Markt gerade von dieser Aktien hat, aufgrund von Nachrichten zum Beispiel oder von Gerüchten sogar, die sind direkt mit eingepreist. Aber das wiederum lässt natürlich keinen Schluss auf die Zukunft zu. Und das ist der Unterschied zwischen der Random-Walk-Hypothese und der technischen Analyse. Mit der Aussage, dass eben eine bessere Performance als der Gesamtmarkt ein Anleger eben nur durch Zufall erzielen kann, dann wäre es halt ja ein reines Glücksspiel, oder indem er ein besonders hohes Risiko eingeht. Aber wenn man das in der Wahrscheinlichkeitstheorie denkt, führt das eben mittelfristig dazu, dass man eben keinen besonderen Gewinn macht, weil das Risiko sich irgendwann eben durchschlägt und man dadurch sehr, sehr viel verliert. Das habe ich jetzt auch schon öfter mal gesehen, wirklich, wenn Anfänger an die Börse gehen, dass genau das passiert. Also so ganz abwegig scheint es nicht zu sein. Als Schluss wird der Anleger eben auf lange Sicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht besser abschneiden als der Gesamtmarkt. Wenn man eben ja diese Wahrscheinlichkeit des erhöhten Risikos mit einrechnet, wo halt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit was schiefgehen kann. Wenn Sie so denken, spricht das natürlich für breit gestreute ETFs, dass sie einfach dem Gesamtmarkt folgen und damit eigentlich zufrieden sind. Also mit der Idee, Sie als Privatperson können den Gesamtmarkt nicht outperformen. Sie sehen ja auch, dass schon viele Fondsmanager das nicht können, die ja dafür jahrelang ausgebildet worden sind.
Das bedeutet aber auch, dass die gesamte technische Analyse und die Fundamentalanalyse eigentlich Quatsch sind. Also alles, was wir hier machen, wäre Quatsch. Das sagt die Random Walk Theorie, weil eben sämtliche Informationen aus der Vergangenheit schon drin sind, aber eben auch keine Aussagen auf dieser Basis über zukünftige Entwicklungen getroffen werden können. Diese Random Walk Theorie hat sich bei einigen Wirtschaftswissenschaftlern durchgesetzt. Da könnte man natürlich auch mal Diskussionen darüber anfangen oder das meinetwegen in einer Ausarbeitung mal gegenüberstellen. Die Praktiker an den Börsen, die also wirklich oft handeln, gehen aber davon aus, dass die Annahmen der Random-Walk-Hypothese nicht gelten in der Realität. Das heißt, die widersprechen dem eigentlich. Tatsächlich gibt es keine Studien, die wirklich sauber belegen, dass Fundamentalanalyse oder technische Analyse zu besseren Ergebnissen auf Basis der Technik oder auf Basis der Fundamentalanalyse wirklich ja, systematisch hergeleitet führt. Und dadurch kann man natürlich schon die Frage stellen, ob das Ganze nur Zufall ist. Ich habe da auch einen eigenen Blick drauf, aber wie gesagt, das ist eine absolut persönliche Meinung. Für mich liegt der Schlüssel darin, dass Handelssysteme heutzutage größtenteils automatisiert sind. Und dass Maschinen ja eben vollautomatisch anhand von den Algorithmen handeln, ich bin Informatiker, deshalb denke ich so, handeln insbesondere die großen Akteure. Ja, da ist kein Mensch mehr, der das entscheidet. Und diese Maschinen, diese Algorithmen, funktionieren aber fast ausschließlich auf Basis der technischen Analyse. Sie können ja keine Gerüchte interpretieren oder sie können auch keine Kennzahlen in der Form interpretieren. Sie können sie nur algorithmisch interpretieren und dann habe ich ein festes Regelwerk. Daher gehe ich davon aus, dass eben auch eine Fundamentalanalyse genauso wie eine technische Analyse sehr schnell zu einer sogenannten selbsterfüllenden Prophezeiung werden kann, weil eben die psychologischen Aspekte des Marktes da mit reinspielen und weil dann irgendwann bei Überschreiten von bestimmten Schwellen oder Unterschreiten von bestimmten Schwellen die Algorithmik automatisiert greift. Ja, und dadurch habe ich genau den Effekt, der programmiert wurde, weil ja die Algorithmen eigentlich gegeneinander arbeiten. Und dadurch kann ich Kaskadeneffekte erzielen. Das ist auch schon mal öfter passiert. Auch darüber könnten Sie mal eine Ausarbeitung schreiben. Heutzutage geht man tatsächlich ab und zu schon mal dazu über, dass man dann den Handel stoppt, dass man also den Stecker zieht, bis sich das Ganze irgendwie beruhigt hat. Also auch darüber könnte man mal tiefere Recherchen anstellen. Aber aufgrund des Fachs hier fokussieren wir uns wirklich ab jetzt eher auf die technische Analyse. Die bildet eben auch die Basis für mögliche Algorithmen. Und die absolute Grundlage auch der Dow-Theorie sind eben Trends und Trendkanäle. Eine zentrale Aufgabe besteht also darin, Trends zu erkennen. Es gibt drei Arten von Trends, Aufwärts-, Abwärts- und Seitwärts-Trends. Mit der Idee, dass wenn eine Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend sich befindet, dass Sie die dann eben kaufen können und damit weiter von steigenden Kursen profitieren. Mit der Idee, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie weiter steigt, höher ist als die Wahrscheinlichkeit, dass sie fällt. In der Physik wäre das Trägheit der Masse, wobei das halt jetzt keine Masse ist, sondern eben die Masse der Anleger. Ja, wenn man quasi gerade einen Boom hat, zum Beispiel in den letzten Jahren die Amazon-Aktie, ist das quasi zu einer Art relativ sicherem Investment geworden, sodass man da auch noch einsteigen kann, als Beispiel. Wichtig ist, dass man auch erkennen muss, wenn der Trend sich wirklich umkehrt, wenn es eben dann nicht mehr so ist. Das ist das Einzige, auf was man dann schauen muss. Also der allererste Schritt zu erkennen, wie der Trend ist. Dann ist die Frage, steige ich noch auf? Und wenn ich aufgestiegen bin, ist die Frage, wann verkaufe ich wieder? Auch diese Signale, wann Sie wieder verkaufen sollen, müssen Sie natürlich korrekt erkennen, um möglichst viel Gewinn zu kriegen. Den sauberen Absprung, also ja, genau wie nach Lehrbuch, auf einem Kurs der Vergangenheit, den werden Sie in der Regel nie hinbekommen, aber Sie können versuchen, eben möglichst nah bei einem positiven Einstiegspunkt und eben auch möglichst nah bei einem für Sie günstigen Ausstiegspunkt zu handeln.
Und wenn Sie dann natürlich sehr, sehr sicher sind bei einem Trend, könnten Sie sich überlegen zu hebeln. Das hatten wir auch schon mal kurz besprochen. Bei einer Hebelwirkung von 10 erreichen Sie einen Gewinn von 10%, wenn die Aktie nur um weitere 1% steigt. Hebel 10 halte ich schon für relativ viel. Also ich habe in meinem Leben standardmäßig mit Hebel 4, Hebel 2, Hebel 4 gehandelt. Es geht sogar bis Hebel 100, aber das ist dann reines Zocken, weil dann ja jedes Husten des Marktes eben ganz, ganz massive Ausschläge nach sich zieht. Wenn Sie dann natürlich falsch liegen, haben Sie auch dementsprechend den Verlust. Ja, das zentrale Problem bei der Trenderkennung steht eben darin, dass Sie nur den Kursverlauf der Vergangenheit kennen und den aktuellen Kurs. Und dieser Kursverlauf ist an der Börse nie eine gerade Linie, sondern immer ein Zickzack. Also immer ein Auf und Ab. Und auf dieser Basis sollten Sie dann eben die Trends erkennen. Das ist nicht so ganz trivial, da habe ich auch ein paar Beispiele zu. Um einen Trend aber zu definieren, brauchen Sie natürlich erstmal ja schon fast eine mathematische Definition, was ein Trend überhaupt ist. Das hat Charles Dow bereits 1884 geliefert, als Erfinder eben der technischen Analyse, hatten wir auch schon mal besprochen. Die Definition lautet für einen Aufwärtstrend, jedes neue Hoch ist höher als das alte Hoch und, ganz wichtig, jedes Tief ist auch höher als das vorherige Tief. Und der Trend ist eben nur dann gültig, wenn das Aktienvolumen den Trend bestätigt. Das heißt, es wird auch nicht nur der Verlauf betrachtet, sondern der Umsatz soll dabei in Richtung des vorherrschenden Trends auch mit ansteigen. Das heißt, bei einem Aufwärtstrend soll das gehandelte Aktienvolumen mit steigenden Kursen auch steigend und umgekehrt. Ansonsten gilt das auch nicht, jedenfalls nicht unbeschränkt. Bedeutet, es muss eigentlich immer teurer werden, die Aktie, ja, jedes Hoch ist höher, jedes Tief ist auch höher und gleichzeitig muss sich auch der Umsatz steigen, weil nur dann habe ich den Effekt, dass immer mehr Leute aufspringen. Wenn immer weniger kaufen, schwächt das eben ja diesen Aufwärtstrend, weil viele Leute oder immer mehr Leute sagen, ich bin schon investiert, ich kann nicht noch mehr investieren und auch keine neuen Leute mehr bereit sind, einzusteigen und das ist eigentlich schon ein Signal dafür, dass der Aufwärtstrend nicht mehr ewig läuft. Hier haben wir jetzt nur aufgrund der Kursdaten das erste Beispiel, die Bayer-Aktie 2012 bis 2015 circa. Ja, hier haben wir höhere Tiefs und höhere Hochs. Bei Punkt A haben wir einen interessanten Effekt, den untersuchen wir noch. Und dann hatten wir gesagt, wie erkenne ich denn, wenn das jetzt zu Ende ist? Und das sind genau die Punkte B, C und D. Und die schauen wir uns jetzt, diese vier Punkte schauen wir uns jetzt eben genauer an. Die erste Aufgabe besteht also darin, überhaupt den Trend zu entdecken. Also die Hoch- und Tiefpunkte zu kennzeichnen und eben höhere Hochs und höhere Tiefs wahrzunehmen. In der Mitte 2015 sehen Sie bei Punkt B erstmal einen Bruch des Aufwärtstrends. Hier. Jetzt ist die Frage, ist das wirklich ein Bruch? Hier sehen Sie auch schon die ersten Probleme bei der Trendermittlung, denn bei Punkt B wussten Sie noch nicht genau, ob der Trend wirklich beendet ist. Letztlich war er beendet, aber das sehe ich ja erst in der Zukunft. Ja, hier ist die Frage, ist das wirklich schon das Ende des Aufwärtstrends genau bei Punkt B? Denn am Ende von B, also irgendwie hier, hätte der Kurs ja auch wieder nach oben steigen können, dann hätte ich letztlich wieder ein höheres Hoch. Das wäre dann eine sogenannte Zwischenkorrektur, also quasi wieder ein neues Zickzack. Das passiert öfter, wenn man Gewinnmitnahmen macht, wenn wieder ein paar Leute aussteigen, weil sie ja ordentlich Gewinn gemacht haben. Dann ist das ein ganz natürliches, gesundes Verhalten auch. Denn einen ähnlichen Effekt wie bei Punkt B hatte man auch bei Punkt A. Sehen Sie, hier habe ich so eine Zeit lang wie eine Art Seitwärtstrend. Aber letztlich ist es ja dann doch an den beiden Punkten hier wieder höher gegangen. Also wurde letztlich der Aufwärtstrend noch bestätigt. Er hat sich vielleicht etwas abgeschwächt für eine Zeit, aber er blieb intakt, so nennt man das. Letztlich habe ich doch wieder ein höheres Tief und ein höheres Hoch gehabt. Dann ist also die Frage, wann hört das auf? Das ist schon in Gefahr bei Punkt C, weil an Punkt C hatte ich erstmal ein Tief, was unter dem alten Tief liegt. Dann ist natürlich die Frage, steige ich jetzt schon aus
oder noch nicht. Spätestens aussteigen sollte man bei Punkt D, weil dann dieser Abwärtstrend nochmal bestätigt wurde. Also spätestens bei Punkt D hätte man nach dieser Trendvorgehensweise verkaufen müssen. Ja, um einen Trend besser sichtbar zu machen, werden die Extrema eben mit Linien verbunden, mit Geraden. Und das soll so passieren, dass die Geraden parallel zueinander liegen. Das heißt, die Trendkanäle, so heißen die, die sind immer parallel. Das begründen wir gleich auch noch. Das sieht dann eben so aus. Und hier sehen Sie etwas Besonderes bei diesem Punkt. Da gehen wir nochmal genauer drauf ein. Und wir sehen hier bei Punkt D eben das sichere Durchbrechen des Trendkanals. Und dann ist es sogar nochmal von unten gegen den Kanal geschlagen und ist dann weiter abgesackt. Man muss natürlich jetzt aufpassen. Punkt D unterscheidet sich in gewisser Weise von diesen beiden Punkten. Ja, hier wurde der Trendkanal auch mal kurz verlassen. Die Frage ist, ab wann ist es wirklich kritisch? Da müssen wir auch nochmal drauf eingehen. Genauso können Sie Trends für abwärts oder auch seitwärts Kanäle einzeichnen. Wieso müssen die Linien parallel sein? Ich könnte das Ding ja auch so malen und alles wäre in Ordnung. Das wäre ein Kanal, aber eben kein gültiger Trendkanal. Naja, das Problem ist, das kann ich natürlich hier dann beliebig runterziehen, bis die Aktie wieder bei Null ist. Also die Frage ist, wo hört das dann auf? Es gibt eigentlich dann nie ein Durchbrechen des Trendkanals und damit hätte ich auch überhaupt keine Aussagekraft. Die untere Trendlinie würde bei einem Kurseinbruch einfach parallel zur Zeitachse verlaufen oder sogar fallend sein. Zu diesem Zeitpunkt hätten Sie aber bereits sehr, sehr viel Geld verloren, wenn Sie irgendwo zwischendrin mal eingestiegen wären. Also es macht überhaupt keinen Sinn mehr. Aber auch das Ausbrechen hier oben kann eine Bedeutung haben. Das ist ein sogenannter überkaufter Markt, wo die Marktteilnehmer gerade in Euphorie geraten und damit den Preis künstlich erhöht haben. Also auch da kommt man leicht wieder zurück, wenn die Euphorie eben nachlässt. Sehr, sehr vorsichtig wäre ich immer mit so exponentiell verlaufenden Anstiegen, ja, wenn das eben keine Linie mehr wird, sondern wie eine Parabel aussieht. Solche Effekte hatten wir zum Beispiel bei Bitcoin gehabt, auch das können Sie gerne mal untersuchen. Sobald Sie quasi diese exponentiellen Anstiege haben oder quadratischen, parabelähnlichen Anstiegen, dann haben Sie genau so einen Hype und das bricht dann typischerweise auch sehr gerne in sich zusammen. Und das Durchbrechen der unteren Grenze bei D sorgt dann für panikartige Verkäufe typischerweise. Und da ist jetzt meine persönliche Argumentation wieder. Sehr, sehr oft sind nämlich Stoppkurse da irgendwo gesetzt in der Nähe. Und dann greifen wieder die gesamten Algorithmen, die eben vollautomatisiert handeln und verkaufen dann automatisch. Und das hat natürlich den Effekt, dass es dann noch weiter nach unten kracht. Das ist quasi wieder eine Begründung aufgrund der Automatisierung. Für parallele Trendlinien sprechen jedoch auch noch andere Gründe aus der reinen Marktanalyse, denn man geht generell davon aus, dass sich wiederholende Marktzyklen existieren zwischen Angebot und Nachfrage und dass eben der Trendkanal immer von diesen Zyklen erzeugt wird. Und das ist eben auch eine Begründung, warum der parallel sein muss. Das wird unterstützt eben von der Vermutung, dass die Anzahl der Teilnehmer am Markt, also die, die irgendwie investiert sind oder Interesse daran haben, investiert zu sein, und auch die gehandelte Menge an Aktien relativ konstant ist. Der Markt ist also in sich ein abgeschlossenes System. Das ist eben auch eine weitere Begründung dafür, dass der Trendkanal parallel läuft, weil das System eben nicht irgendwo ausbrechen kann oder eben nur aufgrund von besonderen Ereignissen. Aber auch selbst da, wenn es parallel ist, muss man teilweise nachjustieren. Wenn Sie zum Beispiel mal schauen und sich überlegen, dass Sie hier Ende 2013 sich den Trendkanal anschauen. Das ist heute. Wenn das heute wäre, dann wäre der gestrichelte Trendkanal der korrekte. Und vielleicht hätten Sie hier bei Punkt E verkauft, weil Sie sagten, okay, der ist langfristig schon unterbrochen. Und damit steige ich wieder aus. Erst 2015 sehen Sie, dass eigentlich der Haupttrend
Trend wesentlich breiter ist. Ja? Hier haben Sie einen ähnlichen Effekt und hier nochmal, aber das hier fällt dann gar nicht mehr in Gewicht. Das ist dann quasi plötzlich längerfristig betrachtet doch innerhalb dieses Trendkanals. Das konnten Sie natürlich hier 2012 noch nicht wissen. Und genau da greift auch die Kritik an diesen Kanälen. Eine Besonderheit ist dann noch der Punkt F. Ist das jetzt ein Fehlausbruch oder ist der globalere Trendkanal doch irgendwie größer, obwohl ja hier spricht in den letzten Jahren nichts dafür. Oder andersherum, dieser Punkt hier, ist der letztlich nichts anderes wie das, weil hier hatten wir ja auch sowas Ähnliches. Ja, das ist so die Diskussion, die man da führen kann. Genau, was ich eben sagte, ne? 2012 hätten sie vielleicht dann hier alles verkauft, weil sie durchbrochen wurde. Das nennt man eine Bärenfalle. Mit der Begründung, wenn ich jetzt ein Bär bin, also auf fallende Kurse setze, wäre ich vielleicht hier short eingestiegen, weil ich denke, es fällt, bin aber in eine Falle geraten, weil letztlich ist der Aufwärtstrend doch noch intakt. Hätte ich jetzt hier short einen Einstieg gewagt, hätte ich nur noch Verlust gehabt. Ja, ich komme nie wieder da unten an diesen Punkt. Das hätte mir wehgetan. Einen ähnlichen Punkt habe ich hier, wenn ich sage, okay, es steigt hier weiter an, dann ist das eine sogenannte Bullenfalle. Wenn ich jetzt hier sage, gut, ja, der Kanal geht noch weiter nach oben, ich male das vielleicht noch kurzfristig so ein, mit noch stärkerer Steigung, gehe gehebelt long, dann wäre ich auch hier wieder tierisch auf die Nase gefallen und hätte ab dann nur noch Verlust gemacht. Also das ist eine typische Bullenfalle. Also sowohl die Bärenfalle als auch die Bullenfalle sind sogenannte kurzzeitige Fehlausbrüche, die eben zu falschen Annahmen verleiten. Das passiert immer wieder. Sie können da nur gegen vorgehen, indem Sie einige Zeit abwarten. Das Problem ist natürlich, was ist einige Zeit? Ist das jetzt Stunden, Tage, Wochen? Erst wenn der Trend sich über eine Zeit bestätigt, dann reagieren Sie, sobald eben die Umkehr ist. Natürlich, je später Sie reagieren und der Trend hat sich gewendet, desto mehr Verlust haben Sie oder desto weniger Gewinn haben Sie, eins von beiden. Die zu wartende Zeit steht eben im Voraus nicht fest und ist eben auch nicht konstant. Man kann die Börse nicht einfach in irgendwelche einfachen Regeln fassen. Um Bullen- und Bärenfalle vielleicht etwas genauer zu erkennen, sollte man weitere Indikatoren berücksichtigen, die wir uns in Zukunft jetzt auch noch ansehen werden, die entweder den Trendwechsel bestätigen oder widerlegen. Und wenn wenn mehrere Indikatoren einen Trendwechsel bestätigen, spricht das dann auch dafür, dass man den akzeptiert und entsprechend reagiert. Ja, letztlich können auch Unternehmensnachrichten, natürlich Gerüchte über Übernahmen oder sonst was, Grund für diese Fehlausbrüche sein, denn wenn das Gerücht dann widerlegt wird, bin ich auch wieder in meinem Trend. Das ist so auch wieder meine persönliche Einschätzung. Sie sollten nie den Chart, die Kurse einfach für sich sehen. Sie sollten also immer noch überlegen, wie kommt das denn zustande? Ist das jetzt aufgrund von Kennzahlen, die aktualisiert worden sind, aufgrund von Unternehmensnachrichten, Mitteilungen? Wieso ist das jetzt gerade eingetreten? In der Regel finden Sie Presseberichte oder Analysen darüber ein, zwei Tage später. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, warum ich nicht zu kurzfristig traden würde. Ja, gemäß Dow-Theorie ist der Abwärtstrend genau andersrum wie der Auftrittstrend. Also jedes neue Hoch ist tiefer als das vorherige Hoch und auch jedes Tief ist tiefer, nämlich im Abwärtstrend. Und sobald Sie den dann erkennen, sollten Sie einen Bestand verkaufen oder eben andersrum könnten Sie überlegen, short zu gehen. Und dann ist natürlich wieder die Frage, mit welchen Produkten Sie das machen, wie sicher Sie sich sind. Von Produkten kriegen Sie alles, also von Faktor 1 bis Faktor 100. Hier haben wir einen klassischen Abwärtstrend, der sehr, sehr stark ist. Das war die VW-Aktie. Die ist von 250 Euro mal locker auf 100 Euro gegangen. 2015 war das eben während dem Abgasskandal. Interessant ist, seit März 2015 ist es dann nochmal tiefer gegangen, nämlich dann, als Volkswagen den Betrug zugab und damit quasi das Eingeständnis formell gemacht hat, da doch betrogen zu haben. Sie sehen halt wunderbar die tieferen Hochs und die tieferen Tiefs, tieferen Hochs hier, tieferen Tiefs.
Ja, bis sie hier quasi gegen die 100 knallte. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Ja? Geht Volkswagen pleite? Wurde auch mal diskutiert, dass die Amerikaner so hohe Schadensersatzforderungen stellen, dass der Konzern nicht überlebt. Wird Deutschland als Land da eingreifen, um den Konzern zu retten? Wenn ja, wie? Wieso wird der Konzern gerettet, obwohl er betrogen hat? Ja, das waren dann damals diese Diskussionen. Letztlich sah es so aus. Ja, hier ist er gegen die 100 geknallt. 105 ist es gewesen. Und hier sehen Sie die massive Welle. Ja, der plötzliche sprunghafte Anstieg des Volumens. Und das spricht, also wenn Sie sowas sehen, das ist übrigens das Handelsvolumen in Stück. Das spricht immer dafür, dass irgendeine absolut wichtige neue Meldung kam. Ja, dann haben Sie solche Effekte. Interessanterweise, es ging dann wieder hoch bis fast 200. Sie können auch jetzt mal gucken, wie der Verlauf weiterging. Der geht ja hier nur bis 2018. Danach kam Trump mit seinen Autozöllen. Das hat dann dem VW-Konzern auch wieder wehgetan. Aber hätten Sie hier bei 100 gekauft, hätten Sie verdoppeln können auf fast 200. Man muss natürlich die Nerven haben, hier zu kaufen. Und man muss sich irgendwie im Klaren darüber sein, dass der Konzern doch nicht pleite geht. Aber zu diesem Zeitpunkt war das eben noch nicht absehbar. Ja, letztlich noch zum Seitwärtstrend, wenn ein Kurs eben keine starken Ausbrüche nach oben oder unten hin hat, sondern innerhalb einer parallelen, waagrechten Zone sich immer auf und ab bewegt. Dann habe ich einen sogenannten Seitwärtstrend. Hier haben wir einen interessanten Effekt von E.ON. 2014, 15 war E.ON in einem super stabilen Seitwärtstrend und dann ging es plötzlich massiv nach unten. Die Frage ist, warum das? Dann hat es sich wieder hier gefangen und hat eine Art neuen Seitwärtstrend gebildet. Ich habe den absichtlich nicht parallel gezeichnet, weil die Hochs hier immer niedriger wurden. Das könnte ein Indiz sein, dass sich ein sogenanntes Dreieck formt. Auch eine Spezialformation, die könnte ich auch mal ansehen. Interessanterweise, mehr oder weniger, ist E.ON aber von einem Seitwärtstrend in einen tieferen gerutscht. Hätte ich jetzt hier irgendwo nicht verkauft, hätte ich seitdem keine Gewinne mehr gemacht. Also ich hätte das nicht mehr aufgeholt, er ist eben nicht mehr zurückgesprungen. Die Frage ist natürlich, wieso wurde hier ein zweiter Seitwärtstrend etabliert? Und das wiederum, also ich betone das immer wieder, ist der Grund, warum ich niemals nur den Kurs mir angucke, sondern immer überlege, warum passiert das so oder wieso ist das eingetreten, was war die Ursache dafür? Hier war die Ursache, Fukushima hat eigentlich erstmal mit E.ON nichts zu tun, aber daraufhin hat die Bundesregierung beschlossen, dass man aus der Atomkraft aussteigt. Eine CDU-geführte Bundesregierung, die das vorher ja niemals denkbar gewesen wäre, für die das nie denkbar gewesen wäre, im Gegensatz zu den Grünen, hätte es jetzt eine Wahl gegeben, wo die Grünen plötzlich den Kanzler stellen, dann wäre das vielleicht auch möglich gewesen. Aber es kam eben aufgrund einer externen Katastrophe, hat die deutsche Bundesregierung einen Beschluss gefasst. Eben den Rückbau der Kernkraftwerke, das kostet auch richtig viel Geld. Das heißt, das belastet den Konzern. Das Zweite, was sehr, sehr stark belastet ist, dass die Atomkraftwerke absolute, ja, Geldkühe gewesen sind, wo man richtig viel Geld rausziehen konnte als Konzern. Und dass dann eben klar war, diese Quelle ist weg. Und zweitens, ich muss die noch zurückbauen, plötzlich. Das war ja alles nicht so geplant. Und das hat eben E.ON einiges hier verhagelt. Letztlich hat das ja dazu geführt, dass es aufgespalten wurde in zwei Konzerne, einen sauberen und einen dreckigen Konzern, um das mal so zu unterscheiden. Ich meine, es war Innogy, was daraus entstanden ist. Auch hier drüber könnten Sie natürlich sich mal genauer informieren. Ja, seitdem waren eben dann konkrete Sachverhalte ungeklärt und so kam es eben zu dem zweiten Seitwärtstrend. Hätten Sie nicht verkauft, hätten Sie sehr, sehr lange auf steigende Kurse wieder hoffen müssen. Also es ist dann erstmal nicht eingetreten. Dann ist die Frage, halten Sie durch, steigt er überhaupt nochmal? Oder eben hat dieser Effekt, der ja durch die Politik beschlossen wurde, ja, das Unternehmen wirklich rasiert, auch mittel- und langfristig, dass man eben nie wieder auf diesen Wert kommt.
oder in mittel- oder langfristiger Zeit nicht, dann ist die Frage, bleibe ich dort investiert? Wir hatten auch schon besprochen, auch von einem Seitwärtstrend können Sie profitieren. Sie könnten entweder immer hin und her kaufen, haben wir gesagt, bei jedem unteren berühren oder kurz vor der unteren Schwelle kaufen, vor der oberen verkaufen, das ein paar Mal machen, steigt die Transaktionskosten. Die Alternative waren spezielle Zertifikate, Korridorzertifikate. Die wurden, glaube ich, in dem Kapitel vorher etwas anders benannt, aber da sind die auch beschrieben, wie sie eben auch von einem Seitwärtstrend profitieren können. Das habe ich relativ selten gemacht. Aber das liegt bei Ihnen, auf was Sie sich denn konzentrieren im Rahmen dieser Veranstaltung und vielleicht auch im Rahmen der Zukunft. Ja, das war alles zu dieser Lerneinheit.